So, jetzt sind wir nochmal bereit. Jetzt können wir nochmal alles gucken. Also, jetzt gucken wir nochmal die Akte an. Genau. Die merken wir uns. Nicht Na, schau merken. doch erstmal an, hab ich gerade gesagt. Ach so, ja. Die hört man nicht so. Nee. Kannst du nochmal irgendwie so. Das wollte ich nicht mehr sehen. Das will ich nicht mehr. Ach, Kacke. Verdammt. Naja. Also, da. Hallo? Warum guckst du dich das jetzt nicht an? Oh, Mädel. Mach mich nicht Dann nimm fertig. irgendwas anderes. Bindend. Diese Elemente ergeben zusammen keinen Beweis. Aber versuch doch mal zu ihrer Jacke hinzulaufen. Vielleicht hat er dann. Die zieht es dann an und geht. Nein. Nee, was? Nee. So. Ansehen. Die Liste der Angestellten von Naser und Jones. Wir haben Name, Adresse und Lichtbild jedes einzelnen ihrer Mitarbeiter. Da ist ja Kanes Akte. Ob er unser Mann ist? Nicht merken. Hier. Kommt die jetzt jetzt auf das Richtige gemerkt? Ja, Oh klar. Mann. Wir sind Oh echt mein toll. Gott. Wir sind, glaube ich, am Arsch. Noch nicht. Kommt schon, Kala. Wir haben es doch gleich. Warum guckt ihr sich das Fackel nicht mehr an? Geht doch mal richtig rum. Wie guckt sich das nicht mehr an? Warum nicht? Verdammt. Ja, wieder überfragt. Immer noch überfragt. Nur einfach mal sitzen. Trink gleich mal ein paar Mal so ein Wasser, damit du gleich im Arsch bist. Ja. Laut Lucas Kanes Personalakte hat er einen Bruder namens Markus. MK. So hat der unterzeichnet, von dem der Mörder das Buch hat. Zwei übereinstimmende Indizien, die zu Lucas Kane führen. Damit ist er der Hauptverdächtige. Aber um ihn festnehmen zu können, brauche ich noch einen zweiten Beweis. Nee. Wir hatten doch gerade einen zweiten Beweis. Willst du mich verarschen? Ich bin jetzt zur Jacke. Aber vielleicht jetzt nochmal die Fingerabdrücke? Sich merken. Wir hatten gerade schon den Beweis. Ja, klar. Wir wollen hier ernst. Jetzt. Warum? Was willst du denn? Jetzt guckt sie sich nicht mal ihren Computer an. Ja. Verdammt. Mädchen. Oh Mann. Verwirrung, Ja. was ist los hier? Nee, du musst dir das jetzt mal ansehen. Das einfach nur nehmen, also merken. Ja. Okay. Nein, die stimmen nicht überein. Dann setze ich mal erst an ihr Tisch jetzt. Ja, das ist ja das Thema Frauen, Ja. ne? So, jetzt guck dir die nochmal an. Du konntest eigentlich gerade schon merken. Und da muss jetzt irgendwo noch der Kuli aufnehmen. Ja, die haben wir schon hier im Zettel mit dem Fingerabdruck. Sind Sie sicher? Immer noch nicht angucken. Na, mach doch mal dahin, da war doch was. Ja, aber da war ja nicht die Fingerabdrücke. Das sind die Telefonnummern oder Die Liste sowas. der Anrufe, die in der Mordnacht vom Telefon des Restaurants ausgemacht wurden. Vielleicht hat der Mörder auch telefoniert. Bindet doch erstmal nochmal. Oh Mann! Und dann nimm erstmal das von Teil auf Schreibtisch. Nein, diese beiden passen nicht zusammen. Mit die Fingerabdrücke. Ja, dann setzt du dich bestimmt wieder nicht an den Computer. Wenn nicht, dann wäre doof. Ja. Ja, oh Mann. Ich glaube, ich Ja. hab verkackt. Dann, dann, dann. Ja. Mist. Verdammt. Ja. Aber boah. Damit endet meine Geschichte. Ja. Ich hatte meine Kräfte anscheinend überschätzt. All diese Jahre bei der Polizei, all diese Morde und tagtägliche Gewalt hat mich zermürbt. Ich gab dem Chef mein Kündigungsschreiben und zog nach Kalifornien, wo mein Vater ein Haus besitzt. Ich war. Okay. Wir hätten doch mal irgendwas mitnehmen sollen, ey.
Wusste ja nicht, dass wir dann mit Carla nicht mehr weiterkommen. Wir müssen ja auch so weiterkommen. Das wäre jetzt Schwachsinn, wenn nicht. Ja, eigentlich schon. Man muss ja halt mal bedenken, dass man dann vielleicht doch nicht alles findet, was wichtig wäre. Ja. Irgendwie muss es ja gehen. Gerade hatten wir ja schon 2 Indizien. Dann machen Ja. wir das Ganze jetzt nochmal in der Reihenfolge. So. Die Fingerabdrücke und dann hatten wir die Akte und das Phantombild, ne? Nee. Die Akte und Das das Buch. Buch. Genau. So, die Fingerabdrücke und jetzt kriegst du die Akte. Warum setzt sie sich jetzt nicht mehr daran? Das verstehe ich gerade nicht. Verstehe ich aber jetzt auch nicht. Nein, diese beiden passen nicht zusammen. Hat die vorhin auch schon geklingelt? Ja, ich schon. Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Jetzt nochmal versuchen, weil jetzt haben wir, das war ja gerade nicht Ja. da. Jetzt gucke ich mir auch alles vorher nochmal ordentlich an. Weil vielleicht liegt es ja auch daran, weil sie sich das nicht alles angucken. Ja, Spiele und Logik manchmal. Lukas Kanes Fingerabdrücke. Sich merken. So, und jetzt am Tyler Schreibtisch. Hier kommst du bitte. Ja, guck mal. Ansehen. Die Abdrücke, die auf der Tatwaffe gefunden wurden. Verbinden. Eins ist sicher, die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Alles klar. So, jetzt die Akte und ja, falsch, das Buch. Genau. Ansehen. Die Liste der Angestellten von Nasal und Jones. Wir haben Name, Adresse und Lichtbild jedes einzelnen ihrer Mitarbeiter. Da ist ja Kanes Akte. Ob er unser Mann ist? Sich merken. Und dann jetzt so hoch. Genau. Und da waren dann 2 Indizien. Eigentlich schon. Ansehen. Der Shakespeare, der im Lokal unter dem Tisch des Verdächtigen lag. Ich glaube noch. Laut Lukas Kanes Personalakte hat er einen Bruder namens Markus. MK. So hat der unterzeichnet, von dem der Mörder das Buch hat. 2 übereinstimmende Indizien, die zu Lukas Kane führen. Damit ist er der Hauptverdächtige. Aber um ihn festnehmen zu können, brauche ich noch einen zweiten Beweis. Ernsthaft? Dann noch probiere ich ein. jetzt nochmal mit der Taxiliste und dem Tür. Ja. Herein? Hey Carla. Ich sah noch Licht und dachte mir, ich sag mal kurz Hallo. Nett von Ihnen, Martin. Abends ist es ruhiger. Da kann ich besser nachdenken. Carla, ich hab da was auf dem Herzen. Schon seit einer Weile. Ich hab den Mörder vom Restaurant wieder gesehen. Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Muss Berichte tippen. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Dann bis später. Der sagt uns ja nicht viel, wie wir schon gemerkt haben. Nee, nicht wirklich. So, jetzt nochmal. Taxiliste. Dann. Die Liste der Fahrziele, die die Taxis in der Mordnacht anfuhren.
Wenn der Mörder ein Taxi nahm, ist seine Adresse vielleicht darunter. Mhm, merken. Oder vielleicht jetzt nochmal die Akte angucken, weil da hat der gesagt, da steht die Adresse. Ja. Ansehen. Die Liste der Angestellten von Nasal und Jones. Wir haben Name, Adresse und Lichtbild jedes einzelnen ihrer Mitarbeiter. Da ist ja Kanes Akte. Ob er unser Mann ist? So, Verbindung. Mhm. Nein, diese beiden passen nicht zusammen. Hm. Gibt's doch schon. Was ist das andere eigentlich? Guckt sie sich doch nicht umsonst an. Sieht doch aus wie der Zettel. Oder ein Bild. Ich weiß auch nicht, was das ist. Können wir irgendwas hier mit verbinden? Irgendwie gehen. Vielleicht gehst du mal mit dem Zettel raus zu den Typen? Das ist eine Idee. Hm, das stimmt. Der weiß ja, wie der aussieht. Ja. Komm schon, sag was mal. Ja. Oh, wo ist er denn jetzt schon wieder? Mhm. Hoch, hoch, du läufst schon wieder denselben Weg wie am Anfang. Ich weiß. Hier irgendwo, ne? Mhm. Boah, ich sehe echt gar nicht. Ja. Schauen Sie mal. Kennen Sie den vielleicht? Und ob? Das ist der Typ vom Restaurant. Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Okay. Oh Mann. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Ja, ich glaube, die haben Lukas. Lukas ist am Arsch. Ja. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, so oder so kann man das nie aufholen, weil das Spiel würde dann echt wirklich nie Ende gehen. Wenn die keinen Hinweis hätten. Oh Mann. Jetzt stör die doch nicht. Lass einfach klingeln, Schatz. Tut mir leid, Baby. Ich muss rangehen. Könnte wichtig sein. Tyler, nein! Die ist ja mit Telefon. War da jetzt das Telefon? Ja. Ja. Geh da ran. Ja. Das ist doch bei die Simsen. Simsen? Rinnen? Hallo? Wir haben ihn, Tyler. Ich komme sofort. Tyler, ich warne dich. Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeihen. Dauert nicht lang, Baby. Trink schon mal einen Schluck Shampoos und dann bin ich sofort wieder da. Tut mir leid, Sam, aber das ist echt wichtig. Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Tyler! Ich wäre auch sauer. Ich habe echt, der Käse auch gekommen. Du bist ja auch herzlos. Man statt zu sagt, ja, wenn du wiederkommst, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja. Naja, aber die waren ja gerade so schön dabei. Tja. Die wusste, wenn, auf was sie sich einlässt, wenn so ein Bullen nimmt. Ja, das stimmt schon. Die Schlinge zieht sich zu. Die Polizei ist mir auf der Spur. Die kommen wieder und beim nächsten Mal nehmen sie mich fest. Agatha ist meine letzte Chance. Sie scheint als Einzige zu verstehen, was mir widerfährt. Ich hoffe nur, sie beantwortet mir diesmal einige Fragen. Lukas muss halt unbedingt besser gehen, ne? Ja. Der ist voll im Eimer. Noch so ein dickes Ding und der ist im Ohr. Ja. Beziehungsweise wir und dann wird es ja immer wieder so weitergehen. Wir gehen dann jedes Mal wieder tot. Ja, das ist halt, ja. Agatha? Agatha, ich bin's! Lukas! Was denn jetzt? Da hat was geklopft. Ich hab Tsch gekommen. Nee, das hat so, als ob einer vor der Tür so mit der Fingernagel. Nee. Jetzt hab ich Angst in unserer Wohnung. Toll. Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Hören Sie mich da? Agatha. Oh mein Gott. Sie ist tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Hab ich Angst. Ja. Was? Shit. Im Ernst? Was war denn das jetzt? Ich bin im Eimer. Du bist im Eimer? Ja.
Und so endet meine Geschichte. Ich glaube, ich war... Soll ich die einfach liegen lassen oder was? Nicht angucken? Einfach abholen? Ich würde sagen, nee, irgendwo war auf jeden Fall noch was im Vogelkäfig. Irgendwas haben die Vögel. Du musst, glaube ich, irgendwo erst einen Schlüssel und dann... Oh mein. Guck dir die bloß nicht mehr an. Nee. Ach Mist. Ich, wie ich gerade sagte, ne? Ja. Okay. Was? Was denn? Okay, schnell, Wolle. Ja, schon. Du hattest irgendwann den Schlüssel gesagt. Ich will den gleich finden. Ich lasse mir mal nur hier latschen. Oh Mann, jetzt bin ich aufgeregt. Ich glaube, der war in der Küche in irgendeiner Schublade. Na, ich gehe jetzt mal. Irgendwann aufgegangen. Hey, diesen Käfig, da klebt Papier. Was hat er denn gesagt? Papier da drin? Da war was. Ja. Okay, haben wir den Schlüssel schon? Mist. Die Tür ist fest verschlossen. Ich muss den Schlüssel oder den Gegenstand nicht haben, wieder aufzubauen. Ich glaub in der Küche. Echt? Ja. Ja, lauf erstmal in Ruhe. Renn doch mal. Ja, das Stücke brauche ich dann nicht rennen. Wir müssen euch nur. Müssen wir uns nur küssen. Was ist das? Ein Messer. Und er damit auch. Geht das damit? Bestimmt. Versuchen wir mal. Aber das muss gehen. Hey. Du bist geschickt mit sowas. Kannst du. Ich wollte wie angespannt. Ja, ich auch. Ja. Jetzt auch? Oh Gott, Alter. Oh. Oh mein Gott. Okay, ja, nimm. Eigentlich muss ich gerne machen. Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1928. Warum wollte Agatha, dass ich das lese? Hauen wir jetzt ab? Ich glaube schon. Am Fenster? Ja. Oh Mann, hier hat so einen. Oh ja. Ich guck mal, ich hab das trotzdem nicht an. Nee. Gleich hier hinten. Mach mal aus. Hey. Fürchten. Ich hab mich an. Ich hoffe auch. Jetzt hätten wir uns hier vorne am Kuh. Kuh! Ob sie jetzt noch irgendwas Interessantes finden werden? Eigentlich können sie von uns nichts finden. Nur den offenen Käfig. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Ja, da liegt jemand. Hey Kevin, ruf den Notarzt! Da liegt jemand am Boden! Oh Gott, ich hoffe, das war gut. Ich hoffe auch. Bitte, bitte, bitte. Der speichert. Dann war es gut. Puh. Gott sei Dank. Puh. Gott, das ist so spannend, das Spiel. Oh ja. Adrenalin pur. Ja. Du kannst echt schon so oft gespielt haben, du willst echt nicht mehr alles nach der Zeit. Absolut nicht. Eine Wäscherei? Lukas jetzt gerade wieder da ist? Das weiß ich nicht. Ist schon geschlossen. Tut mir leid. Ich brauch nicht lang. Was da Nacht im Plan könnte. Nachts hast du Kastane Helikwächen im Plan nach. Mädchen auf sich. Sollen wir bestimmt noch erfahren.
Auf jeden Fall sieht es so aus, als man ihr vertrauen könnte, denn sie versucht ja nach uns zu greifen. Ja, oder bittet um Hilfe, wie auch immer man das interpretieren soll. Ja. Meine. Immer spannender, ey. Mhm. Oh Mann. Ich habe das letzte Teil des Puzzles gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den Mörder festnehmen. Captain Jones hat uns alle Mittel bewilligt. Er kann uns nicht entkommen. Okay, da wären wir. Alle in Position. Verstanden. Jetzt machen wir erstmal Cut hier. Genau, machen wir an dieser Stelle Stopp. Und machen sofort im nächsten Part dann weiter und suchen Lukas Wohnung. Genau. Ciao.